und gehen hier auf Small Battlefield. Er ist ja wahrscheinlich noch warm jetzt im anderen Game. Das eh. Aber ja, also Robin ja. Hat ja auch eben Winners Final gut rasiert, deswegen Rufen-Kombos, Rufen-Advantage. Ja. Da sehen wir die Fairs gegen Peach, die offenbar richtig krass sind. Ich glaube aber Fair traded gut von beiden. Ja. Peach ist, glaube ich, auch sehr disjointed mit der Fair. Ich finde, hier sehen wir jetzt ein bisschen, was ich vorhin beim Match von Robin gegen SDN dachte, dass mit dem Schwert es nicht so einfach ist für Peach, reinzukommen. Ja, das Problem bei Troy ist halt, dass sie schneller sind. Ja, eben. Als er hat zusätzlich noch den Speed, um eben... Und da darf man mashen. Ja. Und da ist der F-Tilt beim Mash-Shuffle. Aber Mash, hier haben wir... Die Kombos on Peach sind halt wirklich wild. So, und er kann ihn halt free juggeln die ganze Zeit. Ja. Aber er ist gut. Und er kann auch noch zwei Ablass machen. Und wenn man bei Ruven sieht, dass er für die Side-B-Mix-Ups geht, dann weiß man, Ruven fühlt sich gerade richtig. So. Der fühlt sich eh immer. Der macht jede Kombo. Oh. Ja, aber wenn er mal richtig gut drauf ist, dann kommen irgendwelche Side-Bs. Man denkt sich so, ist irgendwas davon true? Nee, aber er trifft sie einfach. Schöner Air-Dodge hier zur Ledge. Recovered jetzt sehr gut. So ein bisschen ein paar Mix-Ups. Ja, hat bisher konnte er noch nicht catchen mit der Turn-Up. Schöner Lead für Ruven. Uptilt jetzt der Juggle. Punk, sieht man auch nicht so oft. Der Ledge Trap. Ja, schön. Hält Stage Control, aber an sich braucht er keinen Hit. An sich kann er safe spielen. Ach, kann Robin muss jetzt erstmal was machen. Abwehr auch so safe. Abwehr. Und Robin war hier nicht ready dafür, dass die Abwehr so safe ist. Eigentlich gedacht, dass er noch ein Mittel müsste. Auf jeden Fall. Ja, es ist 3-1 Stocks. Sieht hier wirklich gut aus für Ruven. Also die Recoveries von Ruven sind sehr gut gerade. Ja, wird hier nicht gecatcht von irgendwas. An sich kann Robin das Game halt nur gewinnen, wenn er wirklich diese Edge Guards bekommt. Ansonsten ist es extrem oder ein Opening und Hopsname. Ja, das einfach ein bisschen Float Cancel Backairs. So kann man halt nichts zu viel gegen machen. Ist alles true. Aber ja, immer noch ein Stock Lead, also Ruven hat hier auf jeden Fall alles in der Hand. Noch einiges erlauben, ja. Ja gut, also jetzt doch nicht mehr. Ja, also jetzt kommt, jetzt geht's los. Robin dachte sich so, mir egal, Downsmash für immer aktiv und... Also da ist der, das Comeback. Ja, also bisschen gejinxt eben. Robin bellt auf jeden Fall die Nerven. Und das ist natürlich auch die große Schwachstelle von Chrom. Offstage ist der Star echt nicht gut. Ja, und das könnte es auch jetzt gewesen sein. Ja, schöner Erdog. Hier? Mal schauen, ob er irgendwas Krasses daraus machen kann. Nee. Ja, das sieht schwer aus. Aber wieder aus. Durchgeerdet. Vielleicht Punish Robin das beim nächsten Mal auch. Fühlt seit einer Minute im Disadvantage. Ja, das und war's. Da bleibt er auch. Ja, also Ruven hat dir gut vorgelegt und dann dachte sich Robin einfach so, nö, ich gewinne das jetzt. Und hat's gewonnen. Ja, mit den Offstage-Interactions, da muss Ruven eine Antwort finden. Ich fand's sehr schön, wie Robin die ganze Zeit mit den Downsmash die Air-Dodges zuletzt gecatcht hat. Da kann Chrom an sich nicht viel machen, glaube ich. Nee, also er kann Low recovern, aber er hat Angst vor Turnips gehabt in dem Moment. Kann Low recovern, aber da kann halt auch eben diese Neutral B, der Konter von Peach kommen. Das auch kommt noch. Der Toad raus. So, Downsmash ist auch relativ schnell von Peach. Ja, ich glaube Frame 4 oder so, also extrem schnell. Der ist echt schnell. Pit Downsmash ist Frame 5. Peach Downsmash ist auf jeden Fall schneller, als er sein dürfte und für immer aktiv und er Sheetpoke immer, wenn er Sheet nicht dafür ist. Killt er nicht, das ist ja, also so an der Kante gegen Chrom geht er dann halt schon. Das ist für eine Musik, halt. Finde ich. Das ist von Castlevania. Ja, es war jetzt von Ruven der Counter-Pick. Schauen wir, wie wir auf SBF gehen. Ja, 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 ist wieder SBF. Diesmal wie aufgepasst. Ja, dasselbe nochmal. Ja, vielleicht mit einem anderen Start. Ja, und diese Down-Airs von Peach sind eben sehr, sehr safe. Da kann er nicht abbiegen raus. Side-B nach oben, aber kein Follow-up daraus. Schöner Tomahawk. Ja. Also man sieht schon, die beiden wissen auch, wie man Neutral spielt. Haben nicht nur ein krasses Advantage. Rufens klassischer Ledge Trap. Da ist der Footstool, den Beißer die ganze Zeit wollte. Glaube ich nicht so intentional, aber Robin hat auf jeden Fall was rausbekommen. Gut, ist jetzt eine Juggling-Situation. Aber beide traden gerade ganz viel. Und Chrom killt natürlich sehr früh. Ja, aber die killt noch nicht. Aber wieder die Side-B. Oh, da masht er ihn. Ja.
macht das sehr schön, dass er für die Grabs geht. Oh, sehr schön geledge-trap. Die Option von Robin gut abgewartet. Ja, auch der nächste Ledge-Trap sollte dann auch killen. Von beiden. Vielleicht. Nee. Ja, von Peach eh immer gegen Chrom eigentlich. Ja, der R.O. gut durch seinen Abwehr durchgegangen. Und das rufen wir immer am Juggeln. Ja, und das hat er wirklich sehr, sehr schön gemacht. Berg ja F-Tilt. Robin wollte es wieder panischen oder. Ja, Robin hier schon ein paar Mal so, dass er nicht sehr unterschätzt hat, wie safe die Sachen sind. Aber das ist halt free an der Ledge. Ja. Ist halt schwierig. Ja. Naja, schade. Man hofft immer, coole Peach-Sachen zu sehen. Aber Robin spielt das immer sehr sicher runter. Ding ist, die Kombos sind natürlich krass, aber auch ultra schwierig auszuführen. Deswegen also glaube ich nicht, dass wir so lange Peach. Der hat. Und das auf dem Pro-Controller, der bricht sich die Finger. Ja, aber. Ob er als Vollzeitarbeiter die Zeit hat, jeden Tag hier so Peach-Kombos runterzuleppen? Das nicht. Was ich noch weiß, früher hat er mal mit Tap-Jump gespielt. Glaube ich. Und ich frage mich, wie das überhaupt dann funktioniert hat. Ordentlich. Ich weiß es nicht. Wäre noch anstrengend für die Finger gewesen. Aber ja, gerade wieder Lotion für Robin. Auf jeden Fall relativ even hier. Ja, jetzt wieder ist Ruben wieder offstage. Punisht das mit einer Up-Air. Ja, ist wieder am Juggeln. Aber Robin einfach mit einer Fair runter. Ja. Hier wieder das Momentum. Versucht er das SDR rein, aber es hat nicht funktioniert. Aber jetzt den Stock kriegt, ist. Er macht wieder Side-B. Hier. Klassische und da hat man drei Jahre vorher gesehen, dass Rufen für die Becke geht, aber man kann trotzdem nichts kriegen. Nee, machen. Also das Ding ist, wenn du eine andere Option machst, macht Rufen auch was anderes. Der reactet einfach da drauf. Ja, wenn du rollst, macht er eine Becke dahin. Wenn du springst, macht er eine Becke nach oben. Ja, du machst halt nichts, wenn er auf den Er drückt halt Becke. So, wenn du Rufen Becke drückst, dann betest du. Aber sonst nichts. Ich glaub, das war komisch. Ja. Aber auf jeden Fall jetzt wieder even. Beide auf dem Last Stock jetzt. Spotter, die Side-B und Down-Tilt, das habe ich auch noch nicht gesehen. Interesting. Aber auch viele Spotter, die gut gesetzt sind von beiden. Ja. Die Shield-Pressure von Robin. Ich glaube auch Spotter sind sehr wichtig in dem Matchup zwischen den beiden. Generell eine gute Option in Ultimate. Ja, vor allem, weil wenn du was shieldest von den beiden, ist es meistens safe. Ja. Von Peach und von Chrom. Deswegen muss man da gut timen. Machen sie gut. Als Offstage für Rufen. Jetzt ist halt die Frage, wer. Robin will jetzt auch nichts riskieren, deswegen geht er erst Center Stage. Beide spielen safe. Ich meine, es ist auch ein Grand Final, man sieht, dass da schon einiges auf dem Spiel ist. Und wollte er den Jab und daraus hätte er wahrscheinlich auch so einen Kill bekommen. Hm, ja, 100%. Sehen wir wieder die Rolle extrem weit von Peach. Normalerweise Rolle eine Option, die ziemlich unsafe ist, aber Robin macht sie sehr oft, einfach weil sie so weit geht. So, jetzt. Jetzt der mal schauen, Ledge-Trap. Kriegt Rufen hier den Ledge-Trap, geht für sehr viele F-Tilts. Einfach ein guter Move. Back air. Und die Back. Schöner DI, wir sehen so Robin gerade nicht. Ja. Jetzt wieder. Solange Rufen nicht offstage ist, hat er die Advantage. Hier wird viel geschildert, man sieht, beiden wollen safe spielen. Rufen mit vielen Double-Jumps in Neutral, was natürlich. Und Erde, Aber er lebt noch. Und er hat noch die Rübe. Aber, hat noch die Rübe und wie SDN nimmt er die Rübe einfach mit ins nächste Game. Ja. So, und 2-0 für Robin GG. Natürlich jetzt noch nicht so eine schlimme Situation für Ruben, weil er weiß, wenn er das Set verliert, hat er noch ein Set. Und Ruben auf jeden Fall auch ein Spieler, der da in der Lage ist zu adapten, ne? Und Antworten zu finden. Bist du sicher? Der macht einfach. Habe ich von ihm gehört. Ja, das sagt er immer. Ja. Aber der adaptet auch. Gegen mich, wenn Rufen gegen mich einmal verliert, dann campt er einfach. Das ist jetzt keine krasse Dash, halt aber ernst, also. Dann denkt er sich. Er hat auf jeden Fall noch Zeit, um hier besser in das Matchup reinzukommen. Es ist ja auch sehr even gewesen. Er hat ja auch sehr viele gute Momente, sehr viele gute Kombos. Oft Last Hit. Ja. Bei den beiden. Deswegen. Hier wird ein bisschen Aerials gespannt random. Viele Full Hops. So. Town auch für beide Chars eine sehr gute Stage. Ja, für Peach auch. Ja, für Peach auch. Einfach alles, wo du zur Seite gut killen kannst, ist halt gut für Peach. Stimmt. Fair, Side-B, fair, alles. Ja. Außerdem, wenn die Sachen wechseln, ist FD und FD fühlt sich Peach ja eh relativ wohl. Hat Robin oft gepickt. Ja. Weil eben einfach mit den Floats manchmal diese Plattform ein bisschen nerven können. Obwohl der Footstool sehr cool war.
Bei dem einen der war schon sehr cool. Aber ja. Und jetzt wieder auf Stage. Oh, aber ja, war glaube ich ein bisschen zu spät auch. Ja, das ist ein bisschen komisch, das Ding. Ja, und... No Tag von Robin. Kein Tag und Ruven sieht das direkt und geht mit dem Pivot F-Tilt rein. So, ja, war gut. Ehrlich gesagt ein bisschen unnötig von Ruven, dass er da mit diesem Sidepiece herumgejumpt ist. Direkt den Stock verloren. Vielleicht sollte er sich weniger fühlen. Ja, ich weiß nicht, ob das fühlen war, aber ob er da irgendwie den Drift davon ausnutzen wollte, nicht getroffen zu werden. Ja, und hier die Peach-Kombos, die natürlich wehtun. 50% auf Ruven jetzt. Ruven kriegt gerade auf jeden Fall nicht die Openings, dass er gute Kombos hinbekommt. Ja, er hat kriegt's nicht so wirklich. Kriegt so einzelne Hits. Ja, und ja, jetzt die Up-Airs. Kommt natürlich ein starker Charakter, aber auch wegen seinem Combo-Game. Die einzelnen Hits machen dann nicht so viel Schaden. Nicht so wie so ein Roy. Aber der ist halt nicht so... Der Air-Dodge, aber wird Gelatch-Trap und das killt halt off-Town einfach mal. Ja, hier sieht man, das ist eine gute Stage ist für Peach. Diese Ledge-Traps, Fair, ganze Sachen. Oh, schön. Back into Robin nutzt jetzt hier sein Momentum aus. Ja. 40%. Ich glaube, er ist noch ein bisschen weit davon entfernt, gekillt zu werden. Perfekt. Ja. Ja. Bis gegen Chrome bist du auf Town nie weit entfernt, gekillt zu werden. Ich dachte, er kommt nicht in die Situation, dass er jared wird, aber... Ja, halt schwer. Ich hab's gejinxt. Jab natürlich auch schnell. Ey, auch nicht so gut punishbar. Ja. Muss man sagen. Ja, auffällt, Ruhm ist hier oft mit den Double Jumps in Neutral und ich weiß nicht, ob das so gut ist gegen Peach. Wenn er halt keinen Double Jump hat und Offstage ist, wie aus der Luft gecatcht wird. Also Chrome hat ja ein sehr gutes Air-Momentum und kann gut Double Jump baiten. Aber Robin spielt da sehr gut drumrum. Ich meine nicht, Peach, du... Robin Peach lässt sich halt nicht drauf nie ein, weit oben. Ne? Er floatet halt da unten so ein bisschen rum. Oh. Und da leider... Ah, da ist der Reset. Ja, wir sehen hier den Reset. Robin hat das locker mal 3-0 geholt. Bisschen abkühlen, Robin. Komm. Ich bin mir nicht sicher, ob Ruven da Antworten finden kann an der Ledge. Gehe nicht davon aus, dass wir einen Character-Switch sehen werden von Ruven. Also Ruven hat noch einen Wolf? Natürlich hat Ruven viele gute Charakter, aber nein? Ich glaube, dass er gegen Robin bei Chrome bleiben möchte. Also Wolf wird ja auch hart geasht gerade und hat weniger Mix-Ups-Options. Ja, der Ruven-Wolf ist natürlich auch nicht auf dem Level von Ruven-Chrom. Ja, da sehen wir es. Ja, wir sind weiter in Chrom. Hat auch heute gegen mich Chrom gespielt, obwohl das ein horrible Matchup ist. Wurde trotzdem ja, tun. Das war ein guter Spieler. So. So. Hier sehen wir auf jeden Fall One Wing Angel Song. Ich hasse dieses Lied, aber es geht langsam rein. Beide. Ja. Wieder startet auf SBF. Ich denke mal, Gentleman's Pick. Ja. Ja, man sieht ja, dass Robin einfach... Der ist on fire gerade. Aber Ruven hier mit besseren Kombos jetzt unterwegs. Ja. Let's stripping. Ruven muss hier halt versuchen, seine Advantage mehr zu pushen. Wenn er selbst so oft gegimpt wird, dann ja. Muss er halt viel rausbekommen aus dem Advantage. Und bisher... Es ist wie gegen Nice Fest beim Let's stripping. So, das ja. War ungefähr dasselbe. Nicht so einfach. Peach ist so floaty, kann man dadurch nicht so gut Tag chasen, weil er eben nicht so oft in Tag-Situation ist. Ja. Wir haben hier aber ein even Game wieder. An sich ja, das ganze Set schon even. Robin mit dem Stitch-Face. Oh nein. Oh, ja gut. Mit dem Parry? Ruven hatte da ein bisschen Angst. Robin kann jetzt aber nicht mehr schießen. Sehr low. Und Stitcher ist auf jeden Fall weg. Und ich glaube, hier das die Downbeat so und die Neutral-B. Aber schön von Robin. Er nutzt die Schwächen vom Gegner immer gut aus. Ja, aber wir sehen ja die Jaya, die das wieder ausgleicht. Die kann er. Die trifft Ruven 100%. Noch nie gesehen, dass er die misst. Robin hier mit den Starter-Kombos. Hat jetzt einen kleinen Lead. Ein Lead, aber nichts, was ihn nicht ausgleichen lässt. Von Robin haut auch gerade sehr viel auf sein Schild drauf mit Safe-Sachen, wo Ruven nicht punishen kann. Na, Chrome hat halt eben diese Abi, die gut ist, aber die ist eben nicht so schnell. Die ist auf jeden Fall auch ein Committable. Commit. Ja. Deswegen kann eben Robin da auch viel aufs Schild machen.
Der das Trade. War interesting. Aber. Ja. So ein schöner Jeff Smash von Ruven würde auf jeden Fall schon killen jetzt. Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal der Ledge Trap. Ruven rollt da durch. Schönes Timing auf jeden Fall. Oh, da wieder der Air Dodge. Oh, da wieder der Down Smash. Aber ich fand gut, dass Ruven jetzt, seitdem er gedownsmashed wurde und die ganze Zeit zu Ledge geairdodged ist, hat er wieder angefangen, mehr Upbeat zu machen. Ja. Und jetzt, wo Robin wieder das punishen will, macht er wieder den Airdodge. Der tut es auf jeden Fall sehr gut mix-up. Mhm. Muss man natürlich auch mit so einem Char, ansonsten wird man halt die ganze Zeit nur gegimpt. Mhm. F-Throw, Offstage-Situation. Ja, fliegt und nach innen, richtig. Zwar glücklich, aber das halt reicht. Gebackfloat. Wer auch immer sich gedacht hat, dass Peach noch einen Kill-Throw braucht, ich weiß es nicht. DDD braucht Kill-Throw, sagst du? Okay. DDD braucht, aber Peach ist für mich kein Char, der einen Kill-Throw gebraucht hätte. Der ist eh schon broken, der Char. Naja, war bei 180, ne? Ja, aber ich... What happened? Was war mit der Side-B? Auch nicht so ganz verstanden, die Interaktion, aber Ruve ist auf jeden Fall irgendwie zurückgekommen noch. Und springt offstage. Oh, ja. Ja, und da ist die genervte Fair, die geht natürlich trotzdem. Ja, wir haben das 1-0 für Robin. Diesmal auch nicht so knapp wie die anderen Games, also sieht ja nicht so aus, als ob da ein Moment im Schiff drin ist. Kannst du bei beiden so ein L hinterschreiben? Wegen Grand Final Reset? In Klammern? Wenn das geht. Genau, beide hier natürlich durch den Reset auf der Loser's Side sozusagen. Beide haben ein Set schon verloren. Ja, ja, und bei Robin auch. Ja, ja, sehr gut. Dementsprechend natürlich auch das Set, was entscheidet, wer dieses unglaublich gesteckte Turnier gewinnt. Ich habe nicht gesehen, was gepickt wurde. Das gleiche. Ach, die bleiben auf Small Battlefield, das ist eine Neutral Stage. Beide. Ja, beide jumpen hier ein bisschen abwarten. Rum. Haben keinen Druck. So, Ruven denkt sich so, ja, wenn du rumjumpst, dann komm, wo ich hitte ich dich halt. So. Gib mir halt das Opening. Ja. Kennt das auch. Manchmal macht so ein paar Empty Hops. Fühlt sich krass. Der Gegner springt einfach rein und aeriert dich. Ja, jetzt sehr langsames Gameplay von beiden auf jeden Fall. Aber Ruven hat ja auf jeden Fall die Openings. Ja, Robin hat mehr angefangen mit diesen Turn-Ups ein bisschen mit Cheat zu chillen. So, mal ein guter Out-of-Sheet-Punish. Ja, es hilft natürlich gegen die safen Sachen von Chrome, wenn man nochmal eine bessere Out-of-Sheet-Option hat. Ich weiß gar nicht, wie schnell ist Throw Out-of-Shield? Ich kann es dir nicht sagen. Also Z-Drop ist Frame 4, aber so ein Throw hat ja die Shield-Drop-Frames trotzdem. Hat der Throw die Shield-Drop-Frames? Vielleicht kannst du auch Jump machen oder das nicht sagen. Auch Frame. I don't know. Get up attack, aber. Debate von Robin. Down Smash hat auch kein Endlag von Peach. Ja, und hier haben wir jetzt. Ruven im Lead. Den Lead. Und da sind die Kombos. Ja. Jetzt kann Ruven sich ein bisschen chillen und ein bisschen Wolf punishen. Und. Ja, eigentlich schön gewartet da eben, aber. Schöner Air Dodge. Aber Robin wusste es. Er hat Robin ein bisschen Misspace. Halt ohne. Ohne diese Panic Options. So, die rufen ja gern mal punished, so. Also solche Air Dodges, punished rufen. Also das hat er eindeutig von SDN. Ich weiß nicht, warum er das macht. Manchmal ist es gut. Aber da wurde man eben ins Musik. Ja. Ja. Ja, weißt du, normal hättest du jetzt einen Tech-Chase gemacht auf der Plattform. Ja, aber nee, gegen Peach halt nicht. Peach kriegst du halt keine Tech-Chases, weil der Char einfach so floaty ist. Ja, sag ich, und da kommt einer. Chase, ne? Und dann ist nochmal was Besonderes. Ja, beide jetzt sehr patient. Halt vor allem, dass Ruven das wirklich hier clean runterspielt, hier und da seine Hits bekommt. Und schön die Rolle catch. Natürlich das auch so ein bisschen von Ruven. Habit von Robin. Safi Reut. Haben auch Refit-Trainer als Habit. Ja, und Ruven, wenn du was Gutes hast, benutzt du es oft. Ja, Ruven weiß das und punisht das. Auf jeden Fall schön. So muss er es natürlich auch machen. Schön. Side B. Die kleinen Prozente aufbauen. Jetzt schon 60% ja, auf Robin. Sehr gut. Er muss jetzt nur aufpassen, nicht gegimpt zu werden. Oh, schöne.
Nein! Und eben habe ich es noch gesagt, dass er 100% trifft. Oh mein Gott. Aber er denkt, ich mach den er macht keinen Clip. Seite. Keinen ja. Clip. Mach doch einfach rufen. Ja. Verdammt. 10-mal Downhit gedrückt. Nur die Jets die müssen, aber er holt auf jeden Fall jetzt das erste Game in diesem Grand Final. Das sah doch eigentlich echt gut aus für Ruven. Man ich merke, sieht, wir schreien hier richtig rum, weil wir die Kopfhörer. Ist das auch Hype? Ich ja, schreie weiß. Davon, man ist auch generell viel lauter hier. Ja. Wenn ich die Kopfhörer abnehme, bist du voll laut. Ja, mal schauen, ob. Alles beim Gleichen wahrscheinlich. Oder Robin hat. Nein! Stimmt, und haben wir verloren. Gehen auf Hollow Bash, ne? Das ist jetzt der Counterpick von Hobbin. Tomahawk Start von Ruven. Ja. Hat auch Downshow Up-Tilt. Nie gesehen. Vielleicht hat Ruven sich auch einfach seine Energie gespart für den Reset, um jetzt richtig reinzuhauen. Ja. Das ist ja auch so ein mentales Ding. Wie viel Energie hast du noch über? Ja, ist natürlich auch schwierig. Hobbin, relativ warm. Eben so viel gespielt hat im Losers. Kann aber auch Draining sein. Für die kann Ausdauer. Draining sein. Auch so ein sehr technischen Char wie Peach ist natürlich auch irgendwann für die Hände nicht so einfach. Aber ich denke, Robin hat schon ganz andere Losers Runs gemacht, deswegen. Ja. Auf jeden Fall. Robin hat sich den Lead geholt an Prozenten, schöner SDI. Hat er einfach von 60%? Oh, das klingt auch schon fast. War auf jeden Fall auch das erste zweite Games in Losers, was Robin gedroppt hat. Wir sehen hier aber auch mehr Edgeguards jetzt von Ruven. Das war wirklich sehr schön. Was wir bei Nice Fest gesehen haben, als er Nice Fest gespielt hat. Dass er für Edgeguards runtergeht. Ja, das sehen wir jetzt das erste Mal, wo er gegen Robin spielt. Das überrascht Robin vielleicht auch. Da leider dann der SD. Schade. Oh mein ja, Gott. Ja, die Sachen einfach zu safe, um die abbiegen zu können von Peach. Eigentlich eine sehr gute Upbeat out of Shield, aber in dem aber Matchup. Ruven jetzt mit der Advantage. Ja, perfekt. Ja, auch sehr, natürlich sehr gut, dass man mit den Downhit da so low profilen kann. Ist schwierig, ihn mit einer Area zu treffen. Geht nicht auf die Plattform hoch. Kommt hier auf jeden Fall mit einem guten Advantage. Hat ja aber auch. Und fährt ihn einfach. Was? Und ist das. Ja, das ist der Kill. So mies einfach. Das ist der Lead für Robin. Das wäre cool. Halt, man sieht schon, Robin muss weniger arbeiten für diese Kills und das tut natürlich weh. Das ist einfach das Matchup, aber das ist ein Chrome-Spieler gewohnt. Ja. Vor allem auf dem Level musst du das voiden können. Sonst musst du es. Kriegst halt oft ab. Aber nichts, was Ruven jetzt nicht zurückspielen könnte. Nee, aber so, es wird natürlich langsam schwierig. Also er ist. Er darf jetzt eigentlich nicht mehr offstage kommen, so, und muss halt eben diese zwei Stocks ziehen. Fand ich gerade in Ordnung, diese Triple Roll. Und ja, kennst Robin, er drückt einfach ordentlich Upsmash und die treffen auch einfach. Ja, die Plattform-Pressure von Peach ist natürlich auch sehr strong mit den Float-Cancel-Up-Tilts, die immer dein Schild treffen. Ja, da hat Ruven vielleicht ein bisschen Angst vor gehabt. Krass. Und das ist 2-1 für Robin, ein Reset. Geht wieder auf. Ah, das war eben Robins Pick, ja. Ah, und Robin muss jetzt noch ein Game holen. Ja, SBF das ganze wir wieder. Turnier zu gewinnen. Den Runback aus dem Loses. Ja, wir wünschen uns natürlich hier in Game 5, deswegen sind wir für den Game auf Win jeden Fall für Hamburg. Ruhe. Genau. Du sagst es. Ich sehe den Win für Hamburg, aber das Upset. Das Upset wünschen wir uns immer. Ja, gut, aber dann wäre es Robin. Warum Robin? Weil er kam aus dem Losers. Ja, aber von Seeds her und auch. Also. Alter, nur wie das gesehen wird, aber wir gucken auf jeden Fall. Auf jeden Fall auf die Down-Hit-Kombos, auch ein krasser Move von Peach. Kombo für immer in alles so geführt. Oh, die das sind 50%. Abi-Kombos, sehr schön. Das halt wieder, viele Charakter gehen bei sowas in den Tech-Chase. Peach hat einfach. Hops, also. Ne, die Kombo hat. Da lacht er auch, er lacht. Oh mein Gott. Die Kombo habe ich bei Ruven letzte Zeit immer mal wieder gesehen, dass er irgendwelche krassen Sachen aus den Downers bekommt. Und nochmal? Ja. Ey. Also. Strong. Damit hat keiner gerechnet. Kombo-Game vom Ruven ist halt. Er zeigt uns immer wieder Neues. Ja. Man denkt, man kennt alles. Nee, also der will für die Tech-Chases gehen, aber geht nicht gegen Peach. Das geht einfach nicht. Dann jetzt Offstage-Situation. Oh. Und schön von Robin. Da hatte Ruven nicht viel. Viel Ausfall. Ja, also dass er da den Turn-Up fängt,
bringt ihn halt eigentlich nicht wirklich was, weil Robin catchte einfach den Endlag von den Air Dodge. Hey, Robin hier mit den kleinen Openings. Ja, Steven jetzt wieder. Kleiner Lied für Ruben. Ich denke, Ruben will jetzt schnell den Stock holen. Ja, Punish hier die Side B, die ja immer ein bisschen tricky ist. Oh, da ist das so Wavelanden. Ja, das haben wir vorhin schon gesehen, diesen Waveland. Mhm. Ich weiß nicht, ob der... Ja, bleibt halt vorwärts, obwohl ich... Ist halt, ein Bait manchmal. Und ach du Scheiße. Nee. Nee. Ey, Robins Blick gerade. Nee. Ich glaube, niemand hier wollte, dass das passiert. Ich habe nicht mal gesehen, wer die gezogen hat. Grand Final, Game 4 und Robin zieht hier einfach... So, dabei hat er gerade ein Disadvantage. Ja, es lief eigentlich perfekt für Ruven und ganz ehrlich, wenn ich Ruven wäre, ich wäre gebrochen danach. Nee, Ruven, guck dir an, eiskalter Blick. Der holt das noch. Ja, Ruven, eiskalter Blick. Aber vorhin, als er die Sache der ersten Schwan war, hat er kurz gelacht. Das war Epic Moment. Ja. Ist natürlich jetzt schwierig. Ah, jetzt? Ja, er geht ja für die Kill-Moves, aber Robin macht halt seine Kombos. Wieder 50%. Peach jetzt auch mit Full Rage. Macht einfach zwei Backers. Ja, killt nicht. Warum kriegt doch den Kill nicht gerade? Das ist. Ja, es ist natürlich. Robin spielt auch safe. Hier eine Down Air. Und irgendwas von Peach kann er jetzt killen. Ja, so eine Back Air mit Full Rage. Oh. Oh. Schöner Air Dodge von Ruven. Robin wollte es auf jeden Fall beenden und. Oh, der Absmash wieder auf die Nüsse. Ja, Robin geht ja für die Kill Moves. So, weiß auch, er hat Full Rage. Das war ein starker Mash von Robin auch bei 160. Vier Pummels oder so, oder drei? Und sehr schön, ja, eins, der 1 ab R habe ich auch so noch nicht gesehen, aber nee. Bei den Prozenten killt das natürlich auch. Und Ruven hier mit dem Combo-Game, 46%. Das kann auch schnell zu Ende sein. Oh. Aber ja, dann kommen wir wieder Down-Tilt. Und fast so aus, ob Robin hier irgendwas Besonderes machen will für den Kill. Aber ja, nee, Ruven ist natürlich hier noch im Game. Mach Ruven noch das Comeback. Ruven braucht ein Advantage. Oh. Da die Backhair. Double Roll von Ruven. Auf jeden Fall, es ist alles drin für Ruven hier. Oh Gott. Und, oh. Killt immer noch nicht. Nein, und der Turnip. Kein Air-Dodge diesmal, aber ich glaube, der Air-Dodge wäre auch gecashed gewesen. Ja. Robin damit der Win im Tournament. Ja, Robin holt den Win, hat zahlreiche Mr. Saturn und Bob-Ops hier in seinen Losers Run bekommen.